Film ersetzt nicht das persönliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt. Guten Tag. Dieses Aufklärungsvideo ist zum Thema Meniskusverletzung. Meniskusverletzungen sind häufig und entstehen zu unterschiedlichen Zeiten im Rahmen eines Menschenlebens. Bei jungen Patienten reden wir von sogenannten traumatischen Verletzungen. Das bedeutet, dass es im Prinzip eine Krafteinleitung in das Kniegelenk gab, sprich ein Unfall oder ein Verdrehereignis, was dazu führt, dass der Meniskus kaputt geht. Bei älteren Patienten ist es relativ häufig, dass Meniskusverletzungen im Rahmen einer Arthrose entstehen. Bei einer Arthrose reden wir ja von einem Verschleiß des Gelenkknorpels. Der Gelenkknorpel ist ja letztlich die Grundlage dafür, dass wir unsere Gelenke so reibungsarm wie möglich bewegen können. Wenn der Gelenkknorpel kaputt geht, führt das dazu, dass die Oberfläche innerhalb des Kniegelenks uneben wird. Und diese Unebenheiten führen dazu, dass der Meniskus letztlich reißen kann. Gucken wir uns den Meniskus einmal an. Ich habe hier, wie gesagt, schematisch dieses Knie einmal da. Ich luxiere dieses Knie einmal, damit wir besser reingucken können. Wir schauen jetzt auf den Unterschenkel und wir sehen im Bereich des Unterschenkels diese beiden C-förmigen Strukturen. Das sind die sogenannten Menisken. Und wir haben einen Innenmeniskus und einen Außenmeniskus. Und die Menisken haben die Aufgabe, das Knie nicht nur zu stabilisieren, sondern bilden auch eine Art Stoßdämpfer. Ich füge das Knie nochmal zusammen. Sie sehen, wenn ich hier Kraft einleite, dann sind diese beiden Strukturen, der Innen- und der Außenmeniskus, im Prinzip wie Stoßdämpfer im Knie verankert. Gucken wir uns den Meniskus einmal näher an. So sieht man im Bereich beider Menisken das sogenannte Hinterhorn, das Mittelhorn und das Vorderhorn. Und Sie können sich vorstellen, dass im Rahmen dieses Meniskus, der hier zur Gelenkmitte relativ schmal und klein wird, dass sich hier Risse bilden können. Und diese Risse können praktisch ausscheren und die können im Kniegelenk selber einklemmen, was letztlich zu diesen Schmerzen führt. Wie behandeln wir diese Meniskusrisse? Das hängt sehr von der Art des Meniskusrisses ab und es hängt auch von dem Patientenalter ab. Wenn Sie einen jungen Patienten haben, der sich das Knie akut verdreht hat, dann hat dieser Patient in der Regel einen sehr gut durchbluteten Meniskus, insbesondere wenn der Riss hier deutlich an der Peripherie, also an der Verankerung gelagert ist. Diese Risse eignen sich sehr gut dafür, dass wir sie minimalinvasiv, sprich über eine Kameraoperation, wieder refixieren können. Das heißt, wir haben spezielle Nadelsysteme, mit denen wir über diese minimalinvasiven Inzisionen in das Kniegelenk eingehen können und den Meniskus im Bereich des Risses vernähen und dieser dann im Anschluss von 6 Wochen heilt. Etwas ganz anderes ist es, wenn Meniskusverletzungen im Rahmen einer Arthrose auftreten. Hier ist der Meniskus in der Regel deutlich ausgewalzt, von der Substanz her schlecht. Und da dies beim eher älteren Patienten passiert, ist auch die Durchblutung schlecht. Damit sinkt die Einheilungsquote, wenn man versucht, diese Meniskusrisse zu nähen. Und das ist der Grund, warum wir beim älteren Patienten, der einen Riss hat, der in sich aufgeschlissen ist, eher dazu neigen, diese Risse vorsichtig auszuschneiden. Auch das führt in der Regel zu guten Ergebnissen, insbesondere beim älteren Patienten, der eine Arthrose hat, da die Einklemmerscheinungen nahezu wegfallen.